Ich brech mir doch die Fingerboden. Hoffentlich ja, aushalten hier. Viel geiler würde ich das finden, wenn ich da einfach mal so ein Seil hab. Geile Idee, machen wir. Scheiße, die Zelt abbrennt, Jungs! Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen in der neuen Folge von Zweitmann. Stellt euch vor, ihr seid in dem Shelter hier oben drinne und es fängt an zu brennen. Scheiße, die Zelt abbrennt, Jungs! Es könnte zum Problem werden, wenn man da oben ist und du nicht mehr nach oben kannst, weil schon alles brennt. Die Zelt abbrennt! Scheiße, wir kommen hier unten nicht raus, wir müssen da oben raus! Also ist der Plan heute, eine Fluchttür, eine Geheimtür, einen Notausgang zu schaffen, um quasi aus dem brennenden Shelter zu flüchten. Ob das klappt und wie wir das hinbekommen, das seht ihr in diesem heutigen Video. Los geht's! So, Freunde, und jetzt mal Spaß beiseite. Tatsächlich ist der Gedanke nicht gar nicht so verkehrt zu sagen, ey, was ist denn, wenn es wirklich mal unten brennen sollte und wir nicht mehr rauskommen? Deshalb habe ich heute überlegt, dass wir hier an dieser Stelle einfach eine Fluchttür bauen, dass man halt hier in dem Notfall raus könnte. Weil ich denke, sollte der Ernstfall eintreten, müssen wir darauf vorbereitet sein. Zum anderen haben wir aber noch einen anderen Plan. Und zwar geht es darum, und das zeige ich euch unten, geht es um die Wärmeentwicklung, beziehungsweise wo geht uns Wärme flöten durch den Ofen. Und das machen wir jetzt. Um euch das mal zu verdeutlichen, wie viel Wärme hier eigentlich flöten geht, habe ich hier so eine super Wärmebildkamera. Und die starte ich jetzt einfach mal. So, Aufnahme läuft. Und euch mal zu verdeutlichen, ja. Ich gehe jetzt mal hier drüben auf den Ofen. Der hat knappe 150 Grad circa ungefähr. Und jetzt gehen wir mal da drüben. Da drüben steht Johannes. Johannes winkt, genau. Und ist so circa 23 Grad. Und jetzt gucken wir mal oben in die Ecke. Und man sieht ganz deutlich, warte mal, man sieht ganz deutlich, wo überall diese ganzen blauen Stellen sind. Umso blauer, umso kälter. Und hier hinten wird es ja fast schon brutal blau. Also man sieht ganz klar, wenn man jetzt mal wegnimmt, hier oben ist der Bereich, wo tatsächlich die meiste Wärme flöten geht. Und das ist halt einfach schade, weil wir unglaublich viel Holz brauchen, um halt überhaupt hier Wärme reinzukriegen. Deshalb ist der Plan heute auch das abzukoffern, neu zu dämmen. Wir haben noch ein bisschen Wolle besorgt. Und das gleiche Problem haben wir auch auf der anderen Seite. Hier sieht man es, glaube ich, noch viel deutlicher. Da unten steht die kleine Laterne. Die hat so circa 16 Grad, 20 Grad. Johannes hat im Gesicht circa fast 30 Grad. Und jetzt sieht man hinter ihm ganz deutlich diesen blauen Bereich. Und da bewegen wir uns noch bei knappe 15 Grad. Ich habe jetzt genug geredet. Wir schnappen jetzt ein paar Bretter ran. Noppi ist auch mit draußen am Start. Der wird mir gleich zur Hand gehen. Johannes ist mit am Start. Max macht heute die Kamera. Und dann legen wir einfach mal los. Attacke. Seht ihr die Plane hier im Hintergrund? Oh, und den heißen Table. Wir haben leider ein bisschen Schiedwetter. Damit wir aber im Trockenen arbeiten können, habe ich einfach improvisiert in der Plane in die Hand. Damit wir da halt halbwegs trocken arbeiten können. Dann stopfe ich jetzt erstmal da hinten ein bisschen Wolle, weil jetzt kommen wir noch hier dran. Jo. Dann können wir mal gut bei den Gut, danke. Das machst du klasse. Das ist krass. Das sieht so schief aus bei mir. Noch ein. Jetzt. Ja. Wie du das? Würde ich jetzt sagen von hier. Stopp. So ist schön. So wäre geil. Alter, Alter. Dann noch, zeig ich dir einen Trick. Ja, komm, ey. Krass, seid ihr Tischler? Habt ihr Holz studiert? Das sind 80%, oder? Ja. Für mich schon spürbar ein deutlicher Unterschied. Definitiv. Ja, hast du noch so ein bisschen so kleine Löcher, wo es ein bisschen reinzieht, aber ich wäre so dieses, dass du das Gefühl hast, du stehst in so einem Windkanal, ne? Echt, genau. Damit bin ich schon mal sehr zufrieden. Dann nehmen wir mal hoch, würde ich sagen. Aua. Hab ich? Moin, Meister! Wie geil, wenn die Leute erbaut. Ja, wir schrauben jetzt das hier vor. So. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Und dann machen wir so. Aber scheiße. Ein Riesenloch drin. Aber ein Riesenloch. Wenn wir jetzt hier einfach, und das ist das Wichtige dabei, wir müssen halt, dass man das wieder genauso hinbekommt, wie jetzt gerade ist, müssen die Bretter arretiert und fest sein. Und der Schnitt kommt erst dann, wenn alles festgeschraubt ist. Bedeutet, es ist immer alles so einfach, es sieht immer alles so easy peasy aus und ein Video dann vielleicht 2-3 Minuten, aber eigentlich ist es immer eine sehr, sehr
aufwendige Planungsgeschichte, dass es auch am Ende funktioniert. Das ist ja unglaublich. Martin! Oh oh. Hier ist die Brandschutzabnahme. Hallo? Ja, moin! Niki, meine Sonne! Na, wie läuft's denn? Super! Bau dir die Tür ein! Ja, klar! Sonst kannst du mit der Drehleiter auch nicht gerettet werden, ne? Ja, vor allen Dingen, du bist ja der richtige Fachmann hier, wenn es hier oben oder beziehungsweise wenn es mal unten brennt. Ja. Und wir hier unten nicht mehr rauskommen, weil die Luke, wenn die aufmachst, die Flammen entgegenschlagen, dann wäre hier oben quasi die Möglichkeit zu fliehen. Wäre schon geil, wenn man rauskommt dabei. Wäre schon geil, wenn man hier oben nicht verreckt. Also, du kannst draußen gerne schon Feuer jetzt vorbereiten, Kettensäge liegt rum. Ich geh mal gucken. Und wir bauen die Brandschutz. Mit der Kettensäge soll ich arbeiten? Ja, viel Spaß. Das macht mich traurig. Ah, da war meine Finger das Bestand. Komm, wir machen hier noch eine kleine Markierung vor sich selber. Ja. Die Bude ist 25, ne? Ja. Das ist ja ein Trick, den kenne ich gar nicht. Da hast du höchstens 30 tief drin, ne? Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, ob aufgrund der Latte da rechts, ob du okay. diesen Strich da siehst. Geile Idee. Das ist quasi wie beim Bohrer vorne Kleber dran machen, damit du weißt, wie tief du musst. Okay. Oh, ich bin schon schief. Na, ja, der Strich war gut. Was ist los? Ja, mach auf jetzt. Also, ich zeig dir mal. Das Problem ist, ne? Das Problem hier oben. Ich kannte, guck mal. Da hängt fest. So, komm, gib mal. Rein theoretisch sollten wir sie jetzt aufkriegen. So, mach mal zu, bitte. Ich möchte mal sehen, wie das aussieht. Ist ein Junge. Wenn Licht drin an ist, siehst du so ein bisschen die Ritzen. Aber ansonsten, was sagst du? Sieht fett aus. Geil, oder? Geisteskrank. Ja, damit haben wir jetzt quasi auch eine Tür nach außen. Eine geheime Fluchttür. Notausgang. Oh mein Gott, ich glaube, das Shelter brennt. Es brennt. Ah! Nichts passiert. Bin entkommen den Flammen. Keine Flamme hat mich geküsst. Wir haben gerade eine sehr, sehr geile Idee von Niklas erfahren. Und zwar, wenn wir jetzt da oben sind und wir müssen runter, habe ich eigentlich überlegt, runter in die Böschung springen, so wie ich es gerade gezeigt habe. Ich bin ja Stuntman, aber Stuntmen sind nicht alle, die hier sind. Aber den Baum hier einfach zu nutzen, weil wenn du mal hier hoch guckst, ist der ja genau eine Handbreit. Guck mal, wenn ich jetzt hier oben drauf stehe, so passt ja, kann ich mich genauso ranlehnen. Das heißt, ran. Der wäre echt perfekt dafür, ne? Mach mal einen Probesprung. Schön die Hose aufgerissen. So, zack. Und rutsch hier einfach runter. Schneller und sicherer kommst du doch hier nicht runter. Natürlich, und das ist natürlich wichtig, machen wir die ganzen kleinen Äste noch ab hier. Nehmen uns jeder eine Handvoll Schleifpapier. Also ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Feuerwehrübung fehlt noch und wir bauen noch eine Rutschstange. Eine Feuerwehr-Exit-Stange. Geil. Gut, aber jetzt erstmal die Tür. Ich zeig dir jetzt nochmal die Details. Komm mal ran auf den Meter. Jetzt siehst du nämlich diese Problematik hier oben. Hier siehst du das beste Beispiel. Siehst du jetzt diese abgeflachte Kante? Die war ja vorher gerade. Und damit hat sich das hier verkeilt. Wenn ich jetzt meinen Finger hier mache, krieg ich es nicht mehr auf. Das ist der Beweis. Siehst du das jetzt hier? Hm. Gerade Kante. Ja. Und hier ist es hängen geblieben. Deshalb haben wir hier einfach eingeschnitten. Das haben wir hier und da auch gemacht. Siehst du von außen aber nicht, weil es die Überlappung betrifft. Hier drüben, gleiche Problem. Komm mal her. Das war nämlich das erste, wo wir aufmachen wollten. Einfach von oben reinfilmen, dann siehst du, dass da auch eine Schräge ist. Also eine kleine Gärung. Da fehlt so. Da siehst du den schrägen Schnitt. Ja, genau, perfekt. Und das war halt der Punkt, warum wir die Tür nicht aufgekriegt haben. Jetzt ist alles easy, alles cool. Jetzt bauen wir noch ein paar Riegel ein. Ich flecke jetzt die ganzen Schrauben ab, weil die sind echt brutal gefährlich. Und dann haben wir es. Ich habe was viel geileres. Ich habe ein Notausgangsschild, was richtig ist. Echtes? Eins, das leuchtet? Kannst du mir mal geben, das ist da unten. Das liegt da direkt. Siehst du das von da? Da. Ja, oben auf dem oberen Bett. Notausgang. So. Ist sogar GID, Glow in the Dark. Abflexen. Let's go, der Hase. Wir machen mal einen Test. Da gibt es eine Sicherheitseinwand. Zack, die Bohne. Heiß! Ich mache jetzt mal zu. Ihr verriegelt mal und ich versuche mal ein bisschen gegenzudrücken. Weil es will ja auch nicht, dass jemand von draußen reinkommt. Verriegelt. Drück jetzt, ja? Hier bewegt sich nichts. Damit ist unser Notausgang Schrägstrich Geheimtür Schrägstrich Fluchtweg fertig.
Geil, hat nur einen ganzen Tag gedauert. Aber sieht geil aus. Damit gebe ich ab an den Zukunftsmarin. Zack, und schon wieder ist ein Tag um. Wir sind wieder im Camp. Karl ist am Start, unser Klempner. Nils ist dabei. Und heute habe ich mir überlegt, noch als kleines Feature bauen wir eine... Das ist ein Helm. Noch kann man den aufsetzen. Sieht richtig gut aus. Tatsächlich ist das ein Pissoir. Und wir haben immer das Problem, dass wir oben in der zweiten Etage nachts immer raus mussten und halt uns die Füße halt gebrochen haben. Und damit wir das nicht mehr machen müssen, haben wir oben gesagt, bauen wir jetzt ein Klo ein. Die kleine Pissoir, damit wir... Kannst du mal dich zusammenreißen? Des Weiteren wird heute im Laufe des Tages irgendwann, wenn wir in den Betten liegen, eine Brandschutzübung stattfinden. Das heißt, wir werden gucken, ob unsere Notausgangstür wirklich funktioniert. Ob das so funktioniert, wie das funktioniert, das kriegen wir heute raus. Los geht's. Nur klein. Nils hat gerade einen kleinen Einwand. Wenn du das öfter benutzt, das müffelt doch. Ja, aber was willst du machen? Naja, aber nicht im Pipi-Duft da oben schlafen. Ich habe gedacht, entweder ersticken wir oder wir stürzen beim Runtergehen zum Pinkeln nach. Aber wir kriegen das raus. Wir machen auch einen Probepinkel, wir machen das alles. Und dann werden wir sagen, ob das dann bleibt. So ein Holz können wir immer noch demontieren. Ihr wisst ja, wir haben hier drüben, jetzt kann ich mal kurz zeigen, da oben haben wir noch ein Brett reingezimmert. Das war vorher noch nicht. Das hier drüben kennt ihr schon, das haben wir schon gemacht beim letzten Mal. Auch ziemlich cool. Und wir haben hier hinten zugemacht. Der Plan ist tatsächlich noch im Laufe der Zeit hier auch noch zuzumachen und hier natürlich auch. Ist gar keine Frage. Das sieht richtig gemütlich aus. Also nicht nur, dass es jetzt, dass die Wärme drin gehalten wird, aber das hat jetzt so ein richtiges Holzhaus-Feeling endlich. Ja, ja. Und hier hinten zum Beispiel siehst du, okay, da könnte man jetzt noch ein bisschen was nachbessern. Aber gut, Step by Step, ne? So, wir gehen wieder hoch, Karl, kümmern uns ums Klo und Nobby würde sagen, schneidet draußen den Baum weiter ab. Achso, Schuhe oben oder Schuhe unten? Schuhe werden unten ausgezogen. Du bräuchtest die so. Hier hinter oh, sind. Ich habe eine Idee. Guck doch mal hier. Könnte man hier nicht ein Schuhregal einbauen? Ey Mann. Beim Hochgehen, man macht die natürlich hier schon auf. Ja. Na, wenn man dann hier so hochgeht, ja, dann setzt man sich hier so auf die Kante oben und dann stellt man hier seine Schuhe unten rein. Geile Idee, machen wir. Cool. Jetzt ist die große Frage, wo kommt das Klo hin? Ne? Es bleibt eigentlich nur die Wand. Aber dann haust du dir die Hörner. Dann muss das weichen. Wasser brauchen wir hier nicht, wa? Nee. Ist natürlich schöner, wenn du hier stehst, Nils, zeig's dir mal. Stell dich mal dahin, als wenn du pinkeln wollen würdest. Da kannst du quasi erstens gerade stehen, weil das mit der höchste Punkt ist hier und du hast halt das hier so ein bisschen als Sichtschutz. Weil ich bin ja jetzt nicht der Größte, bei mir reicht es. Ja. Und die Großen, die können einfach hängen lassen. Genau, drin. Sehr gut. Naja, ja, denn? Aber das ist doch das ist eine schöne Höhe. Also. Halt mal so fest. Eine schöne Höhe für den Pissoir. Aber ja, wir machen das so, wie gedacht ist. Alles klar. Karl macht das so, wie gedacht ist. Also. Steck mal rein. Ich gebe mir mal eine Sekunde, ich renne runter. Aber erstmal, das passt ja. Ja. Sehr schön. Passt. So, jetzt ist die Frage, reicht der Schlauch bis runter und sehr reich? Ich glaube, wir können schon sagen, es reicht definitiv bis runter. Er kann ruhig noch ein Stück höher, dann. Ich bin ein bisschen länger. Ich sag mal, wenn du hier die zweite, also bis hier vielleicht. So. Ja, okay. Alles klar. Oh, Klo hängt, Schlauch ist durch, das sieht eigentlich schon richtig gut aus. Das ist eine schöne Höhe. Ich finde auch tatsächlich, wenn man hier hochkommt, sieht man das ja nicht gleich. Das ist so ein bisschen versteckt an der Ecke. Aber wir haben noch eine Mission. Und zwar brauchen wir natürlich, um gewarnt zu werden, einen CO-Melder, check. Und einen Rauchmelder. Ich mach mal einen Test, ja? Ob das Ding überhaupt funktioniert? Ja! Hier sehen Sie die zwei Leute. Ja, wie viele Leute brauchen wir an einer? Erzähl noch ein paar. Dann haben wir hier oben eigentlich alles weit fertig. Klo steht, Rauchmelder steht und CO-Melder steht. Sehr gut. Wuff, runtergefallen. Sehr gut, super geil. Aber du sollst nicht vorher trainieren, das soll nachher ein Effekt passieren. So, es ist Gelächter im Camp, weil Karl hat gerade eine Idee. Er meinte, er hat noch Seil. Ich hab doch noch mal übrig. Erzähl doch mal deine Idee jetzt kurz. Naja, so als Fluchtweg ist ja so ein Baum, ist ja. Will ja keiner. Na, da, wieso? Das ist eine geile Rettungsrutsche hier. Ja, eine Stange. Ja, aber so. Ich würde viel geiler Weg das finden, wenn ich da einfach mal so ein Seil hab. Ja. Mich an dieses Seil hänge. Ja. Und richtig geilen Move mache und so runtergleite. Er möchte da oben an dem Baum das Seil befestigen. Dann geht dieses Seil hier runter, wird hier an dem Baum verankert. Und dann möchte er, anstatt quasi die Stange zu benutzen, sich einfach da einhaken und runterpeten.
ob Karl überlebt. Werdet ihr im Verlauf des Videos sehen. Los geht's. Jetzt wird unsere Sickergrube für die Pipi. Sieht sehr gut aus, alles fest. Wir haben einen ordentlichen Winkel, einen ordentlichen steilen Winkel, dass die Pipi hier ordentlich Schwung kriegt. Wenn wir jetzt einfach nur ins Loch kippen würden, also den Schlauch, und jetzt zumachen würden, dann würde der irgendwann versanden und dann würde sich die Pipi im Schlauch nach oben stauen. Das wäre scheiße, weil, wisst ihr selber. Und damit es da unten ein bisschen absickern kann, haben wir da drüben einen Haufen Steine hingelegt und die packen wir jetzt hier rein. Umso kleiner eigentlich, umso besser. Ah, der Schlauch kürzen wir den noch. Jetzt füllen wir erstmal die Grube hier mit den Steinen. Ich markiere mir das mal gleich. Jetzt ziehen wir den hoch. Liebe mein Multitool. Fertig. So, das war's. Und jetzt? Und dann wird der beschwert. Der wird beschwert. Jetzt wieder Erde ruf. Und dann sieht das gut aus. Oder was sagst du, Karl? Nicht genau so. Und dann darf hier Probe gepinkelt werden. Machen wir aber erstmal mit Wasser. Anderthalb Liter auf Druck, Alter. Stell mal vor, du hast so eine richtig krasse Basis. Wir aushalten hier. Oh, Scheiße. Jetzt hat er geklickert. Rudi. Guck mal jetzt hier hin. Jetzt. Oh, das tut, oder? Als ob jemand so einen Druck hat beim Pinkeln. Das war jetzt anderthalb Liter. Oh. Nur der erste Schwapp war halt ein bisschen daneben. Ja, daneben, wenn der Druck erstmal losschießt. Abschlusskontrolle nochmal gucken, alle dicht. Ja, und? Ja, nicht dran. Sehr gut. Bestanden, würde ich sagen. Es funktioniert! Ja. Wir haben eine Toilette im Shelter. Geil. Er hat eine Befürchtung, er hat Angst, dass unsere Rutschstange, dass die im Weg sein könnte. Wir machen jetzt mal kurz einen kleinen Testlauf mit dem Seil. Noppi geht mal rüber zum Baum, wo er quasi landet. Wenn nicht ganz... Am Leben vorbei bin, schaffst du. Dann komme ich da dran vorbei. Ja, denke ich auch. Ich bin ja auch kein 2-Meter-Schrank. Du bist so ein verrückter Vogel, ey. Das klappt, ey. Ich bin gespannt. No. Probelauf war gut. War easy. Problem wird jetzt, wenn aber einer dran hängt, so wie Martin oder Eke, ja, wir wären schon hier irgendwo. Ja. mit der Füße. Ich bin gespannt, wie es nachher läuft, wenn du nichts siehst drin, wenn es dunkel ist, wenn das Qualm überall ist, wenn du was piepen hörst, da ist der Stresslevel ganz anders. Ich gehe jetzt erstmal hoch, probiere das auch mal aus. Ja, okay. Und der Punkt ist, ich habe mal in Physikunterricht gelernt, Masse mal Beschleunigung. Ich breche mir doch die Fingerboden. Das ist wahrscheinlich gleich direkt unten auf dem Boden. Also ich fühle das doch ja nicht hier. Ups. Ich war doch schon unten. Ich war doch schon hier unten, oder? So, Nils würde jetzt auch gerne nochmal einen Probelauf machen im Hellen und vor allen Dingen ohne Rauch und ohne Piepen. Danke. Danke. Ja. Du fühlst mich. Zack, jetzt schon. Boah, dann wartet eine samte Landung, Alter. Elegant, ey. Geil. Das muss schneller gehen. So, damit ist der Kletterpark von Schweinemann eröffnet. Zeig doch mal bitte, was du da hast. Das ist Haselnuss, soweit ich weiß. Und du möchtest jetzt gerne mal probieren. Icke! Ja. Ihr habt gesagt, dass ich das möchte. Sieht ein bisschen aus wie Bumerang. Naja, wir müssen eine Alternative zu deinen Haken schaffen, weißt du? Handbrand! Ah! Knack. Ja, easy, Alter! Oh! Kannst du gleich mit Feuer machen? Geil. Aber es sah gut aus. Also für einen Fluchtversuch, ich sag mal, 6 Personen könnte das klappen. Elegant, elegant. Geil. Nils hat schon mal Feuer gemacht. Oha. Ja, definitiv. Ich glaube, das geht. Geil. Gut. Das ist es. So, wir haben jetzt einfach so ein 4 Meter Brett genommen. Mal umdrehen. So ist gut, hat man gesehen. Und jetzt wollen wir das... Mal drehen, ja, oder so. Okay, auf das Ding genau. Schrauben das fest und dann können hier die Stiefel abgestellt werden. Dann nehmen wir eine gerade Fläche. Ja, sehr schön. Oha. Ausziehen hier wieder, das ist für eine Kacke. Da, 1. Da, 2.
Cool. Und? Ist ja, gut? Richtig gut. Ey, aber manchmal, ohne Scheiß, sind es exakt kleine Dinge, die es nachher geil machen. Dadurch, dass wir jetzt diese übelste Länge haben, kann man da auch wunderbar, und das sehe ich nämlich jetzt gerade erst, könnte man da auch einfach zum Beispiel sagen, pass auf, dass das halt nicht mehr hier so drum rumsteht. Einfach hier hinstellt, so. Perfekt. Wir sind sicher aus dem brennenden Shelter entkommen. Fazit, Freunde. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Stange hat ultra gut funktioniert. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Abriebspuren. Deshalb seht es mir nach, dass ich in dem Szenario einfach auch meine Sachen angezogen habe. Erster Punkt, es ist halt ein Referenzwert, wie lange braucht man, wenn man sich noch schnell anzieht. Weil die beiden haben es nicht gemacht. Ihr wart deutlich schneller gefühlt. Also du hast ja auf mich gewartet. Habt ihr das Gefühl, wir wären rechtzeitig rausgekommen, wenn es unten gebrannt hätte? Ja, doch. Ich ja. Also wir haben mal, ich habe mal Totti und Dings schätzen lassen. Noppi, die haben gesagt, wir waren fast unter einer Minute. Also wir sind relativ schnell dabei gewesen. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, dann geht es natürlich noch weiter. Ne? Also fürs Shelter haben wir noch ein paar Ideen. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. So, weil wenn man euch liebt, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wir alle zusammen sagen, ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht. Und am Ende überlebt er nur knapp.